Die nächste Rednerin ist Ulrike Trautwein. Sie ist Generalsuperintendentin. Ein toller Titel, den hätte ich auch gerne mal. Der Evangelischen Kirche in Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz. Wir hören jetzt dir gerne zu. Danke, Ulrike. Liebe Freundinnen und Freunde, irgendwann in den 80er Jahren habe ich meiner jüdischen Freundin, mit der ich in Frankfurt am Main aufgewachsen bin, nach New York geschrieben: Deutschland hat sich verändert. Der tief sitzende Antisemitismus verschwindet immer mehr. Nie, aber niemals hätte ich damals geglaubt, dass bei uns wieder so viel Feindseligkeit und Hass in die Öffentlichkeit getragen wird und sich vor allem auch noch mit einer schockierenden Geschwindigkeit ausbreitet. Als Pfarrerin der Evangelischen Kirche, als Seelsorgerin weiß ich, Hass schadet der Seele. Und dieser Satz hängt als Banner an vielen Kirchen. Wenn heute die einen auf die Straße ziehen und den anderen entgegenbrüllen, wir sind das Volk, dann empört mich das zutiefst. Im Herbst 89 war das ganz anders. Und es waren vor allem ganz andere Menschen. Hunderte Berlinerinnen und Berliner standen nur mit Kerzen und Gebeten vor den bewaffneten Hundertschaften der DDR-Sicherheitskräfte. Der gemeinsame Ruf, keine Gewalt, darum ging es. Keine Gewalt, das war der Erfolg der friedlichen Revolution. Und das soll uns auch heute verbinden. Keine Gewalt. Es ist schrecklich, dass in Berlin ganz offensichtlich Hass, Rassismus und Antisemitismus salonfähig gemacht werden sollen. Ich sage dazu ganz klar, nicht mit uns. Nicht mit uns. Berlin ist unteilbar. Nur mit euch. Unter diesem Motto, nur mit euch, haben wir in Berlin den Tag der Deutschen Einheit gefeiert. Ich fand es gut, weil es zeigt, dass wir hier in Berlin eine lebendige und eine bunte Gesellschaft sind. Und von hier oben aus kann man das hervorragend sehen. Wir respektieren einander. Wir brauchen einander. Ja, wir gehören zusammen. Nur mit euch. Das versprechen sich Berlinerinnen und Berliner gegenseitig. Egal, ob sie spanische, deutsche, türkische, syrische, brandenburgische, polnische oder hessische Wurzeln wie ich haben. Jetzt sind wir hier und sind Berlin. Nur mit euch. Nur mit euch. Ich höre das auch als Versprechen für Europa. Das müssen wir einlösen, damit Europa das große Friedensprojekt bleibt und noch mehr wird. Europa ist unteilbar. Wir gehören zusammen, nur mit euch. Hass schadet nicht nur der Seele, er beschädigt auch unser Zusammenleben. Aber Liebe tut der Seele gut. Auch das hängt als Banner an vielen Kirchen, im öffentlichen Raum. Weil Liebe nicht nur der Seele gut tut, sie macht den Zusammenhalt stark. Nur mit euch. Berlin ist unteilbar. Als nächsten Redner darf ich bei uns begrüßen Hamse